Hallo, ich bin die Alexandra und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einmal einen Workshop zeigen, den ich vorbereitet habe. Einen Workshop, der nicht bei mir zu Hause stattfindet und an dem auch Anfänger teilnehmen, die noch nie gestempelt oder gebastelt haben. Zumindest glaube ich das. Deswegen habe ich die Projekte relativ einfach gehalten. Also nicht wundern, da ist jetzt nichts Kompliziertes dabei. Aber ich dachte, ich zeige die Projekte noch einmal, sodass sich auch die Workshop-Teilnehmer das hinterher nochmal anschauen können und vielleicht auch nochmal eine Anleitung haben, um das nachzumachen, wenn sie möchten. Jeder Teilnehmer wird so eine kleine Box oder Tasche bekommen mit, also mit den kleinen Projekten zum Selbstgestalten. Das hier ist jetzt meine und ich habe für jeden so eine Tüte vorbereitet und zu jeder Tüte gibt es dann farblich passend, so wie das hier bei mir schon ist, einen Aufleger und eine Ausstanzung und das wird dann das erste Projekt sein, dass man sich das einfach selbst bestempelt und ein bisschen dekoriert, sodass man erstmal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann, wie das überhaupt so mit dem Stempeln funktioniert. Wie diese Box gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Ich werde ein dunkles Blatt nehmen, damit man die Falzlinien sieht. Auf weiß sieht man die ja nie. Ihr nehmt das komplette DIN A4 Blatt und legt es einmal quer. Und dann wird gefalzt bei 3,5 cm, bei 14, bei 17,5 und bei 28. Dann das Blatt einmal wenden. Jetzt habe ich hier 1,5 cm abgeschnitten auf der rechten Seite und dann diese Schnittseite nochmal gedreht und bei 3,5 cm gefalzt. Das habe ich deswegen auf der Seite auch abgeschnitten, weil das der Boden der Tüte ist. Und die Schnittkante manchmal nicht so ganz sauber ist. Meine Klingen sind nicht mehr so neu. Und dann finde ich das schöner, wenn hier oben die industriell verarbeitete Kante ist. Alle Falzlinien einmal nachziehen. Dann dieses kleine Stück hier unten wegschneiden, ruhig etwas anschrägen. Schnittkanten hier oben auch etwas anschrägen und komplett alle Falzlinien einmal bis zur ersten Quernaht einschneiden und auch etwas anschrägen. Das Ganze habe ich mit einem weißen Papier natürlich gemacht. Und mit dem großen Blumenstempel aus dem Celebration Set Blumen von Herzen. Mit diesem hier habe ich das abwechselnd einmal so rum und einmal so rum viermal bestempelt. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt wird auf der schmalen Lasche hier Kleber aufgetragen. Wenn man richtig gefalzt hat, sollte das Ganze jetzt so flach zusammenpassen. Ich nehme mir ja immer noch mal ein Blatt, weil die Sommerbeere leicht verschmiert. Das ist einfach eine sehr intensive Tinte. Da sollte man nicht so mit den Fingern drauf fassen. Dann schaue ich immer, wo die
Halskante geht nach hinten, also hier ist hinten. Dann möchte ich auch die Falz vom Boden auch hier hinten haben. Dann kommt auf die beiden Laschenkleber das Ganze erst einmal nach vorne. Dann hier Kleber aufbringen und einmal nach hinten. Am besten jetzt nochmal hinstellen, gerade ziehen. Und mit den Falzrollen nochmal innen die Taschen etwas ankleben am Boden. Ja, also hier habe ich es jetzt doch wieder ein bisschen verschmiert. Das ist einfach, weil man ja etwas Fett an den Fingern hat. Und diese Farbe, das habe ich nur mit Sommerbeere. Ich zeige euch das mal eben. Ganz viele verschiedene Farben gemacht. Auf der Rückseite ist mein Logo-Stempel drauf. Alles in Frühlingsfarben gehalten. Aber immer bei Sommerbeere ist es mir ein bisschen verschmiert. Also die für Karten ist das super, da kommt man ja nicht so drauf. Aber bei Verpackungen bin ich nicht so begeistert von der Farbe, obwohl es sehr schön aussieht. Farbkarton in 7x7 cm und ein Stückchen Flüsterweiß. Das hat 6,5x6,5. Ich habe es mit einem Framelit Stickmuster ausgestanzt, aber wer die Big Shot noch nicht hat, kann natürlich auch einfach ein weiteres Stückchen Weiß in 6,5x6,5 cm ausschneiden. Bei dem Stempel macht es Sinn, mit dem Stempelkissen auf den Stempel zu gehen und nicht andersrum. Dann kann man nämlich sehen, sobald sich das Muster hier hervorhebt, dass man genug Tinte aufgetragen hat. So, auch hier jetzt erstmal nicht drauf fassen. Und dann aus dem gleichen Stempelset den Stempel von Herzen Danke. Natürlich auch schwarz nehmen. So, wer möchte, kann natürlich noch ein bisschen Glitzer aufbringen. Anschließend habe ich noch hier eine kleine Dekoration mit diesem kleinen Herz hier aus dem Stempelset Hard Happiness gemacht. Habe das einfach einmal in der Farbe meiner Tüte oder Box gestempelt und einmal in Schiefergrau. Anschließend mit der 1/1/8 Kreisstanze ausgestanzt und mit einem Dimensional aufgeklebt. Ja, das war's schon. Also ist ja nicht schwierig, so eine viereckige Verpackung zu machen. Da bei mir jetzt hier die Projekte genau reinpassen, habe ich die so offen gelassen, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr die jetzt zu Hause nachmacht, hier Löcher reinmachen und noch ein Bändel durchziehen als Tragelasche oder ihr könnt die hier seitlich einknicken und dann hier oben mit einer Klammer verschließen. Ich zeige das mal an anderen. Die kleine Box zum Beispiel ist einfach an den Seiten zusammengedrückt, zwei Löcher rein und mit einem Bändel verschlossen. Man kann sich auch einen Deckel drüber bauen, wie bei dieser Box, oder einfach wie hier mit einem Stückchen Farbkarton verschließen, mit einer Klammer oder ganz einfach wie bei diesen Mini-Boxen hier.
einfach hier oben mit einer Klammer. Im nächsten Video zeige ich euch dann das erste Projekt, das wir gemacht haben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!